Noch ein schönes Adjektiv für einen Kerker. Der feuchteste Kerker. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Yep. Also ich mag einfach dieses diese Art und Weise, wie das erzählt wird und die Grafik, das finde ich richtig geil. Ja, auf die Karte, um dich dort dich vorwärts zu bewegen. So gelangst du zum Gang der nächsten Runde. Okay. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. Ah, und die. The hamlet is just ahead. Okay, wenn du lieber mit der Maus spielst, dann lieber so, okay. Geht das auch. Dann kannst du das Spiel komplett mit dem Maus spielen. Kampf ist rundenbasiert und drei Klickerfähigkeiten, wo ein Klicker anschließt, einmal kein Ziel. Wenn du eine bestimmte Fähigkeit nicht auswählen kannst, liegt es daran, dass ein Held an einem anderen Ort stehen muss oder keine gültigen Ziele gibt. Ja, fahren wir mit dem Maus mit der Fähigkeit, um mehr zu erfahren. Nee, das gibt an, wo er stehen muss, diese hier, da, die linke Seite der Punkte, wo er stehen muss, und rechts gibt an, wohin ich zielen kann damit. Hier habe ich zum Beispiel drei Gegner, was aber natürlich Quatsch ist, wenn ich nur einen habe. Also benutzen wir den Aderlass. Abwehr, Ausweichen, Geschicklichkeit, Trefferchance 83%, kritische Trefferchance 5%, Schaden durch Helden 4 bis 8. Das ist inzwischen deutlich besser. Oh, bei 4 bis 8 habe ich natürlich dann ziemlich gut getroffen. Hackfleisch. Oh, direkt mal ein Crit. Direkt mal ein Crit. Betäubender Schlag. Fernkampf. Niederstrecken. Präzisionsgrundwert ist doch noch um selbst. Schaden gegen unheilig. Schaden 5%. Sich hier markieren. Fackel plus 6. Bumm. Alles nehmen. Ich will wissen, wo ich bin. Dankeschön. So, auf deinen Erkundungsmissionen wirst du häufig auf interaktive Objekte stoßen. Klicke sie an oder drücke W, um sie zu untersuchen. Wirf einen Blick auf dieses Zelt. Ja. Oh, ich habe Wertsachen gefunden. Und hier ist mein Licht. Jetzt habe ich schon plus Stress, plus Erkunden, plus überraschte Monster. Umschalt klicken, um Fackellicht zu verringern. Umschalt Steuerung klicken, um Fackel zu löschen. Das gibt es also jetzt auch. Krass. Hier muss ich also wirklich W drücken, das draufklicken. Auf die Tür klappt irgendwie nicht. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. So, das könnte ich jetzt zum Beispiel den Streuschuss machen, um alle beide zu treffen. Um den direkt Schaden zu machen. Aber dann machen die genauso. Und so viel HP hat besonders der hier nicht mehr. Also sah der keine AP mehr. Geil. Das ist eigentlich alles Wurst. Der hat halt so viele Lebenspunkte und ich verfehle noch. Unter Umständen stellen mir jetzt schon die ersten Spielen, die ersten Leute. Bluten. Aber wenigstens mal nur 2 und 1 und jetzt kommt der halt nochmal dran.
sollte vielleicht mein Bollwerk des Glaubens benutzen auf mich. Ich glaube, der kann nur den ersten angreifen oder greift uns oft den ersten an. Ob mir irgendwas bringt. Schwächung. Minus 2 ausweichen, eine Runde. Geil. Nochmal 7. Das läuft ja hier ganz gut. Fällt gerade ein, sollte vielleicht auch mal das ändern. Stungion. Wenn man mich auch in Twitch oder Darkest Dungeon findet, das ist ja natürlich wichtig, ne? So ein bisschen. So. Betäubender Schlag. Ich kann auch so nehmen zu betäuben. Jawohl. Das hat funktioniert. Macht er mir schon mal keinen Schaden, die Runde. Jetzt ist halt plus 40% Widerstand gegen Betäuben. Ich habe noch 6. Ich könnte also jetzt töten. Schade. Erstmal wieder Trans. Weil der hat einen deutlich schwächeren Angriff in dem Moment. Die Blutegel werden nichts mehr zu saugen haben. Ja, weil ich so viel blute. Ich kann den nur angreifen oder mich nochmal stärken. Weil der Stüppel sowieso. Der hat zum Glück nicht so viele Lebenspunkte. Aber er blutet nicht. Schweinerei. Oh oh. Trifft. Danke. Uiuiuiuiuiuiui. Nachdem du die Quest voll erfüllt hast, kannst du jetzt den Stoff zurückkehren. Also musst du nur auf das Wappen klicken. Das ist nicht nötig, den Stoff zurückzukehren. Okay. Abenteuer fortsetzen, weil. Ich will hier noch hier looten. Oh nein. Ich will mich ganz zurückkehren, danke. Questbelohnung, 5000. Und zumindest bin ich gerade so nicht direkt beim ersten Abenteuer verreckt. Weil die leveln dann. Ja, plus 2 Helden-EP und kriegen besondere Fähigkeiten. Hier zum Beispiel, der hat plus 4 Geschicklichkeit in der ersten Runde und plus 5 Ausweichen in der ersten Runde. Und der hat das Negatives bekommen, besessen vom Übernatürlichen. Dadurch macht er manchmal komische Sachen. Welcome home, such as it is. This squalid hammer. They are yours now. Soll ich denn alles besiegen? What? What? Alles klar, okay, hat sich ein bisschen was getan. Wie viele Bosse es jetzt gibt und so. Das war vorher mal eine Handvoll. Ich finde keine Ruhe. Halte es für beliebigen Zeitpunkt im Spiel H gedrückt, um eine kontextbezogene Hilfe für die Steuerung dieses Modus zu erhalten. Probiere es aus, wenn du im Dorf oder auf Erkundungsmission bist oder beim Kämpfen, Lagern und so weiter. Das H, ne? Ja, okay. So, sieh die Memoiren der Vorfahren an. In time, you will know the tragic. Ah, ich könnte jetzt hier nochmal das zerrüttete Haus angucken, was ich schon abgebrochen habe. Ruin. Has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil.
our every step unsettled the ancient Earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous clutching shadows of the darkest dungeon. Ja. Wir haben jetzt das feuchteste Anwesen. Schließe erfolgreich den ersten Angriff auf den dunkelsten Dungeon ab. Aha. Okay. Okay, krass. Pfad des Vorfahren. Zerstöre den 8. Ja, okay, irgendwelche Viecher töten. Epilog. Da habe ich was vor mir, würde ich sagen. Die gab es vorher auch noch nicht. Hä? Achso. Men, Soldiers and Outlaws. Fools. Die Kutsche. Quell deiner Helden. Du wirst diese zwei Helden. Du wirst diese zwei Helden anheuern müssen, um eine Vierergruppe zu gründen. Ziehe sie auf deine Liste. Solange du hier bist, gib einige deiner Stadtressourcen für die Verbesserung des Kutschennetzwerks aus. Damit erhöhst du die Anzahl der Helden, die hier später verfügbar sein werden. Klicke zum Verbessern links auf das Plus und anschließend auf die Verbesserung. Okay. Plus und erhöht die Anzahl verfügbaren Helden auf 3. Weil die Heldenliste auf 12. Braucht man, glaube ich, beides ziemlich wichtig. Und zack und zack. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwas kostet. Hä? Warum sind immer noch die Memoiren? Ach nein, hier Friedhof? Oder was ist jetzt? Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Der Friedhof war noch markiert. Oh. So viel habe ich noch gar nicht. Das hier ist freigeschaltet und sonst habe ich noch gar nichts freigeschaltet. Man kann ja auch nichts machen. 7000 Gold habe ich aber schon. Na dann. Nö. Aufbrechen. A Mecca of madness and morbidity. Und so die Tiefen. Your work begins. Der dunkelste Dungeon, Wald. Ist alles noch nicht freigeschaltet. Von der Region, um diese freizuschalten. Ja, dann Wald, ne? Ne, Wald. Hä? Hä? Expert Stufe 6. Achso, hier, Ruin. Da. So, jetzt. Lehrling Stufe 1, ja. Dich dahin. Position, bevorzugte Position, okay. Dann das und das. Die üblichen Verdächtigen. Okay. Gepäck. The cost of preparedness. Du sollst verschiedene Vorräte mit dir führen, je nachdem, in welcher Region du reist, wie lange die Quest dauert und entsprechend deine eigenen Vorlieben. Nimm unbedingt immer etwas Nahrung und einige Fackeln mit. Bei der ersten kurzen Quest solltest du mindestens 8 Nahrungsmittel und 4 Fackeln dabei haben. Was? 8 Nahrungsmittel? Heilkräuter? Nein. Wo sind denn Nahrungsmittel? Das da. 8 Nahrungsmittel? Ich nehme lieber 10. Wobei so rum, dann geht's auf. Und 4 Fackeln. Machen wir 5. Gegengift, Teil von Gifthauch, Weihwasser habe ich auch noch. Zerstörung von Reinheit kann auch auf Feldern angewendet werden, um ihren Widerstand zu erhöhen. Okay. Schön blutende Wunden. Um Krankheiten vorzubringen, kann auch auf Feldern angewendet werden, um Kampfschwächung zu beseitigen. Und eine Schaufel ist, glaube ich, immer noch ganz günstig. Zum Öffnen von Truhen und Türen, Dietrich. Na komm. Man weiß ja nie. So.